Ja, Selbstheilungskräfte, großes Thema. Gibt sicherlich ganz viel zu erzählen. Mal schauen, was wir energetisch rausfinden, um die Selbstheilungskräfte zu stärken. Das ist der Hintergrund dieses Videos. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, dann lade ich alle ein, die sich interessieren dafür. Gott. Ja, da sind ein paar da. Jetzt schauen wir mal. Selbstheilungskräfte stärken. Das erste Bild, was kam, war die negativen Glaubens- oder die negativen Ideen loszulassen. Also wenn ich die ganze Zeit im Negativen lebe, mache ich was mit mir, was nicht so schön ist. Ne? Also ich nehme alle diese negativen Dinge, an die wir so täglich denken, nehme ich aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus und spiele mal positive Gedanken ein, positives Ideen, positive Zuwendung zum Leben und die Dinge, die uns begegnen, als Herausforderung zu sehen, an denen wir wachsen können, nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung und die für uns als Geschenk gekommen sind. Deswegen heißt es ja so schön Problem, für das Blem, also für unseren Wachstum dann. So, jetzt, wie geht's weiter? Stärkung der Selbstheilungskräfte. Ja, an sich selber zu glauben, das war das nächste Bild. Nicht sich an den anderen zu orientieren, was da so gesagt wird, tu das, tu dies, mach das, mach das, sondern die eigene Weisheit zu nutzen. Ne? Also dieses dem anderen mehr vertrauen als sich selber, das nehme ich nochmal als bei allen Beteiligten jetzt raus. Und selber herausfinden, was tut mir gut, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, wo komme ich in meine Kraft, was darf ich an Arbeit machen, was darf ich an Freunde haben, was darf ich an Umgebung haben, was kann ich verändern, damit ich in meine Kraft komme. Das spiele ich jetzt bei allen ein. Ja. Nicht ganz klar, Moment mal. So, die alten Geschichten habe ich vorhin gemacht. Die alten Geschichten, die einen so runterbringen. Ich kriege das ja auch in meiner Praxis jeden Tag mit. Damals bin ich Missbrauch geschlagen worden, in der Schule gehänselt worden, in alle Dramen, die es gibt dieser Welt. Und ganz viele haben ganz viele Dramen erlebt. Also, wir sind ja eigentlich nie allein. Es gibt Tausende, Millionen Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Wie ich damit umgehe, das ist der Punkt. Ich kann das Drama immer in mir neu kreieren und mich in die Situation begeben, in dem ich das Drama erlebt habe und mich praktisch immer wieder neu traumatisieren. Oder ich kann das Drama nehmen und sagen, okay, ich habe das jetzt bearbeitet, das ist schlecht gelaufen in meiner Vergangenheit. Ich nehme es jetzt und packe es in die Auflösung, es darf sich jetzt vollständig auflösen und damit erledigt sein. Das habe ich jetzt mal so gemacht. So, was haben wir noch? Ja, das sind natürlich diese normalen die Selbstverständlichkeiten, ne? Wir haben ja ein Geschenk bekommen, unseren Körper. Das ist unser Raumfahrtanzug in diesem Leben. Und der Raumfahrtanzug, da haben wir nur ein Modell von bekommen. Wir können den nicht wechseln. Moment noch nicht. Vielleicht können wir das zukünftig wechseln. Und dieser Anzug braucht Pflege, ne? Der braucht gute Ernährung, Bewegung, Benutzung. Der braucht Dinge, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, die wir alle wissen, die wir aber nicht so tun, ne? Also diese Unfähigkeit, diesen eigenen Körper anständig zu pflegen, nehme ich jetzt noch aus dem System von uns allen raus und die Fähigkeit, dem zu geben, was er braucht, an Ernährung, an Flüssigkeit, an guter Umgebung und so weiter. Alles, was wir brauchen, um diesen Körper in Schuss zu halten, das spiele ich bei uns allen ein.
es gibt diesen Faktor Stress. Es gibt ja Eustress und Distress, also den guten Stress, das heißt, ich bin eifrig bei einer Sache, mache die Dinge auch gerne und freue mich an den Dingen, und dann gibt es diesen Stress, der uns stresst, weil er uns stresst, weil er uns verrückt macht, weil Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ne? Da gilt das Gleiche, wie ich vorhin gesagt habe, ich muss mir das anschauen. Kann ich da Dinge lösen? Kann ich es nicht lösen? Wenn ich es lösen kann, löse ich das. Thema als Beispiel, was mir Stress macht. Oder wenn ich gute Dinge mache, die mir Freude machen, dann ist der Stress gerade förderlich, dann komme ich voran. Ne? Darf natürlich auch meine Ruhephase dann einlegen. Ne? Also dieses Vergessen, sich mal auszuruhen, das nehme ich nochmal aus dem System von allem raus. Und die Fähigkeit, sich anständige Ruhepausen zu gönnen, das spiele ich ein. Ich habe das irgendwo mal so bei irgendjemandem gesagt, ein Kampfsportler, wie die trainieren. Und der hat den Satz gesagt, das Einzige, was richtig Erholung bringt für den Körper, ist Schlaf. Also nach anstrengender körperlicher Anstrengung sich einen Mittagsschlaf zu gönnen oder eine Viertelstunde die Augen zuzumachen. Also sich den Schlaf zu gönnen, das ist der Punkt, der in den Körper heilt und natürlich auch den langen Schlaf des Nächtens nicht vergessen. Ne? Man sagt ja immer vor 12 Uhr, weiß nicht, warum das so ist. Für mich ist die Uhr ja eigentlich egal. Aber genügend Schlaf ist wichtig für dieses Thema Selbstheilungskräfte. Der Körper braucht den Schlaf, um sich zu erholen. Und wenn wir ihm den Schlaf geben, dann fängt er an, Wunder zu zaubern. Dann macht er die Wunder, bringt er die Wunder in die Welt. Ne? Okay, alles, was uns aufhält, den richtigen Schlaf zu haben, nehme ich jetzt aus dem System von allen Beteiligten raus. Und jetzt diese Schlafhygiene, so gut und so lange wie möglich zu schlafen, solange wir Schlaf brauchen, auch tatsächlich dem Körper zu geben. Die meisten denken ja, durch Abkürzung des Schlafes könnte ich mehr Lebensqualität schaffen, weil ich eine längere Wachphase habe. Aber das ist nicht so. Also tatsächlich so lange zu schlafen, wie es notwendig ist. Ne? Müssen wir vielleicht auch mal ein Video über Schlafen machen. Haben wir, glaube ich, aber Schlafstörungen haben wir mal gemacht, aber den anständigen Schlaf. Ne? Aber das ist für die Stärkung der Selbstheilungskräfte das höchste Potenzial, ne? Gut zu schlafen. Gut, was haben wir noch? So den Druck zu verspüren, eben bestimmte Dinge machen zu müssen. Einfach untersuchen, was kann ich machen, um diesen Druck abzuwenden. Also beispielsweise, ich konstruiere jetzt einen Fall, ich habe eine Arbeit und muss zu Hause noch meine Angehörigen pflegen. Was kann ich machen? Komme ich mit kürzerer Arbeitszeit aus? Kann ich Unterstützung bekommen? Also den Druck von meinem System wegnehmen, so weit wie möglich es geht. Ne? Ich weiß, dass da Restriktionen sind. Emotionale und welche auch immer, aber das so weit zu reduzieren, wie es irgendwie geht, das nehme ich nochmal, diese Unfähigkeit nehme ich aus den Beteiligten jetzt raus, und die Fähigkeit, so viel aufzuladen, wie gut ist, und nicht mehr, sich nicht überladen, das spiele ich jetzt bei uns allen ein. Ich komme ja aus der Landwirtschaft, deswegen habe ich auch diese schlauen Sprüche aus der Landwirtschaft immer. Mein Vater hat immer gesagt, ein alter Wagen, also ein alter Wagen geht nie kaputt auf Plattdeutsch. Der neue Wagen wird immer überladen, weil diesen alten Wagen schont man, weiß ja, da ist krabbelig, oder wenn man da zu viel draufpackt, also mal wegen Heuballen oder Strohballen, dann bricht er ab, also wird er nur mit halber Kraft beladen. Und der neue Wagen, der wird total überlastet, da wird alles draufgehauen, da kann die letzte Reihe noch mit drauf. Und irgendwann ist gut. Irgendwann bricht dieser Wagen, weil er sagt, ich kann das nicht tragen. Und so sind diese Analogie mit den Menschen. Wenn wir mehr tragen, als wir können, schaden wir uns. Und wir wollen, das Thema ist hier Selbstheilungskräfte, also das Maß der Dinge zu kennen, die
die wir tragen wollen und die wir machen wollen. Und da sage ich, glaube ich, noch was zu. Also dieses sich überlasten nehme ich noch mal raus. Und die richtige Gleichgewicht zu finden, spiele ich ein. In der Sportmedizin ist eigentlich anerkannt, dass schnelle Höchstleistungen sehr gut sind. Schnelle, kurze Höchstleistungen. Und dann diese Erholungspause macht. Schnelle Höchstphase mal 30 Sekunden und dann 60 Sekunden Pause. 30 Sekunden, 60 Sekunden, da kann man so. Das ist das Beste für den Körper. Aber diese Dauerbelastung, das ist dann nicht der richtige Weg. Da kann man auch nicht seine Kraft mit stärken, wenn man immer am Ende der seiner Möglichkeiten läuft. Kurze Höchstleistung und dann Pause. Das kann man übertragen aufs richtige Leben. Und ich habe es vorhin ja mit dem Schlaf gesagt. Genügend Schlaf. Das ist die Mega-Erholung für den Körper. Ne? Also, Selbstheilungskräfte. Nochmal der gleiche Punkt. Auf sich selbst zu achten. Ich habe ja ab und zu auch mal mit so Burnout-Kandidaten zu tun. Also, der Burnout hat ja was mit fehlender Liebe zu tun und man arbeitet sich bis zum geht nicht mehr und irgendwann bricht das System zusammen. Das ist die große Version. Die kleine Version wäre, wir kämpfen um Liebe von anderen und nehmen Dinge an, die uns gar nichts angehen oder die sollte man selber machen letztendlich. Ne? Also wir müssen auch das schöne Wort Nein mal üben. Sagen, nein, mach du mal selber. Es ist jetzt nicht mein Spiel. Ich habe da auch keine Lust zu und muss das auch nicht tun. Ich habe auch genug zu tun. Nein, mache ich nicht. Also nein, nein, nein. Wäre meine Empfehlung, nächsten Tage mal öfters Nein zu sagen, wenn Sie das Video gesehen haben. Tun Sie was für Ihre Selbstheilungskräfte. Nein ist die Basis für Eigenliebe. Und Eigenliebe brauchen wir, um auch Fremdliebe zu bekommen. Ne? Nur durch Eigenliebe kriegen wir Fremdliebe. Schauen wir doch mal, was haben wir da noch? Das Gefühl zu sein, nicht genug zu sein, das nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und das Gefühl zu sein, genug zu sein. Wir sind ja, so wie wir sind, mit allen Mängelpositionen, die wir vielleicht auch haben, das Beste, was es in diesem Moment gibt. Wir sind das Optimum. Wir sind das Optimum. Selbst wenn wir zu viel Gewicht haben oder was auch immer. Wir sind das Optimum. Und dies auch mal anzuerkennen und zu sagen, ich muss nicht kämpfen, um etwas anderes zu sein, als ich jetzt bin. Ich darf mich verändern, aber ich darf mich auch so anerkennen, wie ich bin und darf dann das Leben genießen und vielleicht auch noch bestimmte Fähigkeiten lernen, bestimmte Dinge zu tun oder was für die Gemeinschaft zu tun. Alles in Maßen. Ne? So, was haben wir da noch? Selbstheilungskräfte. Ja, dieser Punkt, nicht bei der Sache zu sein. Wenn ich etwas tue, mache ich es 100%. Wenn ich etwas anderes tue, mache ich es auch 100%. Ich könnte mich jetzt an die eigene Nase packen. Ich gucke aufs Handy und gucke Fernsehen und vielleicht lese ich noch und das ist alles nicht, das ist nicht richtig. Wenn ich etwas tue, dann mache ich nur diese eine Geschichte. Also wenn Sie sich erwischen, drei Dinge gleichzeitig machen zu wollen, zu essen, Zeitung zu lesen und Musik zu hören oder dann noch Radio zu sehen oder Fernsehen noch zu sehen, dann packen sie sich in so ein Spannungsfeld, was gar nicht notwendig ist. Die eine Geschichte zu machen, das Essen zu genießen, zu schauen, ah, wie schmeckt das denn tatsächlich, das wäre das Thema. Wie fühle ich mich? Bin ich schon satt? Brauche ich noch was? Brauche ich noch was zu trinken? Oder muss beim nächsten Mal noch ein bisschen Gewürze dran? Also das eine Thema, Essen. Das nächste Thema ist mal wegen die Zeitung. Das nächste Thema ist jetzt, was wir im Fernsehen sehen wollen. Ein bisschen dieses Multitasking rauszunehmen. Ne? Also alles, was diese Verführung des Multitaskings, weil wir sonst nicht genug Reize bekommen, das nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Und die Reize zu minimieren, zu sagen, ich konzentriere mich auf diese eine Geschichte.
Und in dieser einen Geschichte bin ich da. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Und wenn ich Erholung mache, mache ich Erholung. Und wenn ich Freizeitgestaltung mache, dann mache ich Freizeitgestaltung. Das spiele ich bei uns allen ein. Schauen wir mal, wie weit sind wir denn jetzt? Also es gibt natürlich irrsinnig viele Dinge, die da noch mit zu tun haben. Ne? Stress habe ich gemacht, negative Glaubenssätze, emotionale Belastungen, unverarbeitete Themen, das könnten wir nochmal machen. Mangelnde Selbstliebe, das sind so Punkte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Also emotionale Belastung, machen wir das nochmal. Nehmen wir mal alle emotionalen Belastungen aus der Vergangenheit, aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus und spielen jetzt mal die Auflösung hinein, diese emotionalen Punkte loszulassen. Ja, haben wir vorhin schon ein bisschen mitgemacht. Ne? So, und alles, was dazu führt, dass ich mich selbst nicht liebe, das nehme ich nochmal aus dem System heraus. Und alles, was dazu führt, dass ich mich selbst liebe, als wichtigste Person in diesem Leben, ansehe, das spiele ich ein. Das ist ein Punkt, das Leben von anderen zu leben. Also nehmen wir jetzt mal die Mütter, ne? Also, ja, die können auch die Väter nehmen. Aber sich so sehr mit dem Leben der Kinder zu identifizieren, dass man gar nicht mehr Zeit hatte, über sein eigenes Leben zu reflektieren und sich selbst zu betrachten. Nur noch gucken, geht es dem Kind gut, das noch. Warum das noch eingreifen, da noch eingreifen, was gut gemeint ist und sicherlich im Maßen auch ordentlich ist, wenn es übertrieben wird und wir uns selbst vergessen dabei, dann schädigen wir uns. Ne? Also dieses Leben von anderen zu leben, nehme ich nochmal aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus. Um bei sich selbst zu sein und zu sagen, ich kümmere mich um mich, ich liebe 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 mich. Das ist der Punkt. So. Ja, fühlt sich irgendwie ein bisschen größer an, breiter an, ne, für alle. Fühlt sich schon richtig gut an. Selbstheilungskräfte. Ja, irgendwo habe ich es gelesen, die meisten Menschen sterben, wenn sie untersucht worden sind, an Mangelernährung. Das heißt, Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiße, alles Mögliche. Achten Sie auf Ihre Ernährung. Ernähren Sie sich vielseitig. Das ist das, was man eigentlich nur empfehlen kann. Von allem etwas nehmen. Dann haben Sie von dem meisten drin und können Sie auch gerne meinetwegen so noch Ergänzung nehmen dazu. Vitamin C, Vitamin D, K1, das wissen Sie alles. Das haben Sie sicherlich tausendmal gesehen. Aber die meisten Menschen sterben wegen Mangelernährung. Und da können wir eigentlich da was gegen tun. Ne? Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, so ein bisschen Mineralstoffe zu kaufen und auch zusätzlich zu nehmen, sich selbst gut zu ernähren, auch übermäßig ist nicht gut, also man kann das auch übertreiben. Das gesunde Mittelmaß, das ist das, was hilft. Ne? So, schauen wir noch einmal, mal gucken, ob noch was kommt. Wir haben noch diesen Punkt, sich eingeredet zu haben, ich bin nicht gut genug. Ne? Ich nehme nochmal diesen Punkt, ich bin nicht gut genug. Mein Papa hat das gesagt oder Mama gesagt oder irgendjemand oder Lehrer, aus dir wird nie was. Also solche, sich eingeredet haben, nicht gut genug zu sein, das nehme ich nochmal raus. Und sich einzureden, ich bin gut, ich bin hervorragend. Wir sind ja göttliche Wesen, wir haben diesen göttlichen Funken in uns. Wir haben nur diese Mal des Vergessens, also, aber wir sind göttliche Wesen. Es gibt nicht diese Vorstellung, dass wir nicht gut sind. Das ist eine irrationale Vorstellung. Es gibt Handlungen, die nicht okay sind oder Dinge, aber im Prinzip her sind wir vom Kernhaus immer gut. Ne? Ja, aber das kann man ganz schön weitertreiben, aber ich glaube,
so mein Lieblingsthema. Machen Sie Dinge, die Sie sonst nie gemacht haben. Also die Ängste, das sehe ich bei meinen Klienten immer, die Ängste sind diese kleine Welt, in der wir uns bewegen, weil wir wollen uns in dieser Komfortzone aufhalten. Aber sich der Angst zu stellen und zu sagen, ich mache mal Dinge, wo ich Angst vor habe oder die jetzt unangenehm sind, das erweitert die Komfortzone. Und je größer die Komfortzone ist, desto mehr sind wir in unserer eigentlichen Kraft, deswegen, dass mehr Selbstheilungskräfte haben wir. Also nutzen Sie die Chance der Ängste, die Ängste zu überwinden. Also vielleicht mal auflisten, welche Ängste man hat. Sprechen von der Menge, soziale Phobien, irgendwelche Vorstellungen, dass ein Lebensmittel nicht gut ist oder der Kontakt nicht gut ist oder weiß ich was. Also diese Ängste aufarbeiten, Punkt für Punkt, und diese Ängste dann ein für einen, eins nach dem anderen abzuarbeiten. Oder sich sonst auch Hilfe holen. Ne? Also wir haben auch hier auf dem Kanal viele Videos für einzelne Themen gemacht. Auch da kann man sich im Internet Hilfe holen. Und es gibt so vielfältige. Einige diese Dinge einfach abarbeiten. Das ist der Plan. Also diese Ängste nehme ich aus dem System von allen Beteiligten raus. Und die Ängste als große Chance zu sehen, sie zu erweitern, zu sagen, okay, da ist mein Limit, da ist meine Grenze und da weiß ich, da muss ich dran arbeiten, um die Grenze zu erweitern. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich mal automatisch mich selbst gestärkt und meine eigene Persönlichkeit besser gestaltet. Das spiele ich jetzt nochmal ein. Ja, ich glaube, das fühlt sich gut an. Ja, war doch ein spannendes Thema. Spannender, als ich selbst gedacht habe. Ist aber ziemlich groß, ne? Also sicherlich Aspekte, aber glaube, ein paar wesentlichen habe ich angesprochen. Schauen sich das ruhig gerne regelmäßig an. Manchmal braucht es die Erinnerung. Man vergisst, was gesagt worden ist. Ein Aspekt scheint einem wichtig und der nächste, den haben wir total vergessen. Schauen Sie sich ruhig mal regelmäßig ein, wenn das ein Thema für Sie ist, ne? Ja, gut. Machen Sie es gut. Mein Name ist Cornelius van Lessen, energetischer Heiler. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Die Glocke bei Andreas nicht vergessen, dann werden Sie immer automatisch erinnert für das nächste Video. Bis dahin.